Hallo. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum zur neuen Ausgabe der Klatschsprechstunde. Es ist wieder Freitag. Happy Friday. Das Wochenende naht. Und wir haben wieder ein extrem spannendes Thema im Gepäck, oder Daniel? Oh ja, sehr spannend. Ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich auch richtig auf die heutige Ausgabe. Und bin schon richtig gespannt, was uns erwartet. Freuen uns sehr, dass Marco Rocker heute mit dabei ist von Microsoft und der uns tatsächlich als einer der wenigen überhaupt wirklich Einblicke geben kann, die wir euch oder die teilweise noch ganz neu sind und die viele vielleicht noch nicht entdeckt haben. Wir posten natürlich auch gleich den Link zu ihm dann später rein und würde aber sagen, schau mal rein, was uns heute wieder erwartet, denn wir haben keine Zeit zu verlieren, wir haben ein spannendes Thema, aber natürlich nicht nur SharePoint Premium, sondern auch wieder die Neuerungen für euch dabei. Ja, heute wieder ein bisschen aus dem Bereich moderner Arbeitsplatz, also Teams und Co., aber wir haben auch, muss man sagen, da wir die letzte Cloud-Sprechstunde verschieben mussten, einige News rund um Copilot dabei, die auch wirklich sehr, sehr spannend sind, wo es wieder Neuerungen gibt. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal in die erste News rein und die freut mich ganz besonders. Ich bin ja so ein kleiner Loop, Microsoft Loop-Fan und ein großes Manko war eigentlich die Arbeit mit anderen Tenants, mit anderen Personen außerhalb der eigenen Firma. Und jetzt ist tatsächlich das Guest-Sharing endlich global verfügbar. Ganz wichtig. Guest-Sharing und nicht External-Sharing, also die Person, mit der man da zusammenarbeiten muss, muss als Gast im Tenant eingetragen sein. Dann kann man die Loop-Workspaces endlich auch sharen, miteinander arbeiten. Ich hoffe, ganz ehrlich, dass da irgendwann mit diesem External dann auch noch kommt, weil das macht natürlich nochmal alles viel, viel einfacher, wenn ich dann nicht erst einen Guest-Account brauche, sondern einfach nach extern share. Aber es ist der erste richtig, richtig gute Schritt nach vorne. Und jetzt kann man auch langsam wirklich Projektmanagement auch nach extern mit Microsoft Loop machen. Und was ich auch besonders cool finde, ist, dass man nun endlich den Channel General oder wie es in den deutschen Tenants allgemein endlich umbenennen kann. Also ich habe tatsächlich lange drauf gewartet. Ich habe auch schon ein paar umbenannt, weil ich tatsächlich eher mit Organization anstatt mit allgemein arbeite. Das ist einfach eher so meine Projektmanagement-Struktur. Das heißt, ich habe oft diesen allgemeinen Channel gar nicht benutzt und jetzt kann ich ihn endlich einfach umbenennen und auch sauber. Ich denke da sogar zurück, Sabrina. Wir haben uns ja damals für den einen oder anderen Kunden so eine Projektmanagement-Struktur in Teams überlegt. Ja. Und tatsächlich war eben damals eine unserer Empfehlungen, hey, nutzt diesen Kanal General nicht, weil das ist dann kein General, sondern meistens ein Mülleimer, wo alles im Prinzip reinkommt, außer sinnvoll. Und im Prinzip, jetzt hat hier definitiv eine super Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, es braucht keinen General-Kanal mehr. Wir sind schon groß geworden. Wir können uns jetzt die Teams-Kanäle selber aufteilen und selber einteilen. Und daher wirklich eine schöne Möglichkeit, finde ich. Ja. Und wurde lange angekündigt. Wir haben immer mal wieder geguckt. Ne? Ich glaube schon vor einem Monat oder vor zwei Monaten, kann man schon umbenennen? Nein, noch nicht. Now it works. Genau, also jetzt kann man ihn verstecken und umbenennen. Das heißt, man kann jetzt endlich alles damit anstellen, was man wirklich anstellen möchte mit diesen allgemeinen. Aber das soll es ja noch nicht gewesen sein. Es gab auch ein paar spannende Änderungen für die ganz viele Webinare, Townhalls oder Events machen. Da gibt es ein paar coole Updates. Zum einen Q&A-Questions, die haben wir auch, können durch Teilnehmer abgevotet werden. Man kennt sie in so ganz großen Microsoft, Ignite etc. Sessions, da kommen ja wirklich hunderte an Fragen teilweise, viele vielleicht gar nicht so spannend für einen und jetzt hat man eben die Möglichkeit, andere Fragen abzuwarten und dann werden die natürlich dann höher gelistet und auch frühzeitig dann beantwortet, finde ich eine sehr, sehr coole Änderung. Gibt es ja auch in anderen Streaming-Portalen auch schon länger. Ja. Also macht definitiv Sinn. Und daran angeknüpft, ja. Wer heute bei uns Fragen hat, kann natürlich das Q&A-Panel nutzen, aber natürlich auch der Chat ist offen. Also wer Fragen hat, darf auch gerne seine Fragen in den Chat posten. Genau, und daran angeknüpft an dieses Upvote hat man jetzt auch die Möglichkeit, als Ersteller von der Townhall oder von dem Event dann im Nachgang auch diese Q&A-Fragen
mit einer CSV auch zu exportieren, zu downloaden. Das, was ich vielleicht auch ja, als Lessons Learned etc. oder einfach für später dann auch nochmal anhören kann oder angucken kann. Also sagt, okay, was fragen denn die Leute so zum bestimmten Thema? Und das dann vielleicht im nächsten Mal dann direkt in eine Session einbauen kann. Und habe ich jetzt eigentlich bisher noch nicht gebraucht, aber vielleicht für einige Fälle tatsächlich sinnvoll. Man kann jetzt Presenter, Translator und Moderator, also diese Rollen von der Event-Site rausnehmen, also überhaupt nicht präsentieren, dass da wirklich so eine Blank-Page nur mit der reinen Event-Information drauf ist. Also ich finde es zwar immer ganz schön, wenn man weiß, wer der Speaker von so einem Event ist, also es würde sich weniger halten wollen, aber die anderen beiden Rollen sind wahrscheinlich gar nicht so nötig, ja, die nach außen zu präsentieren. Sehr gut. Kleine Änderungen, die uns Spaß machen, die uns freuen. Wenn man merkt, Microsoft versucht hier wirklich die Funktionen, die man so vermisst oder auch die Readiness von den Produkten immer besser zu machen, den Funktionsumfang zu vergrößern. Das macht wirklich Spaß, ja. Und apropos Spaß Funktionsumfang. Genau, aber gesagt, apropos Funktionsumfang und Spaß. Bei Copilot macht es auch bald noch mehr Spaß, weil ein Feature, das auch schon ein bisschen zumindest durch meine sozialen Medien gegangen ist. Ich bin natürlich da auch irgendwo stark beeinflusst und in der Bubble. Aber es gibt jetzt dann bald die Möglichkeit, steht auf der Roadmap für Oktober. Ich sage jetzt mal vorsichtig, ja, schauen wir mal, Oktober, November vielleicht, ja, dass man die Prompts planen kann, ja. Und das ist wirklich ein super schönes Szenario. Sabrina, ich erinnere mich an die ECS in Wiesbaden dieses Jahr, da war das erste Mal so die Sprache von diesem ganzen Weiterentwicklung von Copilot, von diesen App. Per persönlichen Copilot auch. Na, man stelle sich vor, es gibt so ein paar Teams, man ist vielleicht Projektmanager, ich mag das Szenario immer ganz gerne, startet Montag in den Tag und kann dann Copilot-Prompts planen, ja. Aktuell, so wie ich das sehe, schaut es eher nach dem M365-Copilot aus, also nach dem Chat. Ich stelle mir aber das dann irgendwann diese Funktion weiter vor, im Planner-Copilot zum Beispiel, ja. Also ich komme in der Früh, ich weiß, ich habe um 11 Uhr einen Kundentermin, wo es um den aktuellen Projektstand geht und um 10.30 Uhr kommt mein Planner-Copilot automatisch und gibt mir mit diesen Planner-Boards eine Übersicht der offenen Tasks. Ja? Ich muss nichts machen, ich stelle mir das einmal ein. Jeden Montag 10.30 Uhr kommen entsprechend die Updates und ich habe direkt einen Überblick, was in diesem Kundenprojekt abgeht. Ja? Oder ich lasse mir jedes Mal am Montag die Dinge in der Früh zusammenfassen. Ne? Oder am Mittwoch. Woche noch einmal, oder die kommende Woche die Recap, Termine einmal. Alle genau. Zusammenfassen. Ich finde das wirklich sehr, sehr viele Szenarien. Da gibt es wirklich coole sagt, Sachen, ja. Oder heute, Freitag, warum nicht um 16 Uhr im Prompt, wo man sagt, hey, was waren diese Woche wichtige Sachen? Oder nach was sieht es aktuell aus? Was ist noch offen? Genau. Was kann ich mir direkt für nächste Woche am Montag auf die To-Do-List schaffen? Priorisieren kann ich dann ja immer noch selber. Ich glaube, wir zwei werden große Fans. Wir sind jetzt schon Fans, ja. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Und eine Erweiterung ist, dass man jetzt auch endlich dieses Copilot Lab noch sinnvoller benutzen kann. Genau. Wirklich cool. Kunde hat mich erst gefragt, oder es war erst ein Meeting dazu, wo genau diese Frage war, na, weil es gibt ja noch andere Alternativen. Man kann sich einen Loop-Workspace machen, wo man die Prompts sich reinschreibt. Es gibt auch die Prompt-Buddy-App. Ja, genau, und jetzt kommen quasi einige Funktionen, ne, wie auch das Teilen untereinander und das gemeinsame Anpassen von Prompts und das Speichern kommen in dem Copilot Lab. Ich finde es immer toll, muss ich ehrlich sagen, wenn Funktionen in die Microsoft-Apps reinkommen, weil die sind in Build, die muss ich nicht extra installieren, die muss ich nicht extra betreuen, da muss ich mir nichts aufbauen. Das ist in jedem Copilot-Fenster, ist dieses kleine Buch mit dem Copilot Lab. Ja, genau, und das ist einfach sehr, sehr willkommen, dass wir hier Neuerungen haben. Dann, was bei uns tatsächlich teilweise schon verfügbar ist. Ich muss auch sagen, diesen OneDrive Copilot-Button habe ich schon mal gesehen und der ist aktuell wieder weg. Jetzt ist er im Word aktuell da. Das heißt, wenn man im Word, also bei unserem Tenant ist, kann sein, dass er bei einigen noch im Rollout ist. Aber man kann dann ganz normal im Word, wie man es kennt, eine Datei sharen. Und dann findet man hier ein schönes Copilot-Symbol und mit diesem Copilot-Symbol kann man direkt das Dokument zusammenfassen und eben in dieses Message-Fenster dann einfügen. Und man sieht es hier auf dem rechten, auf der rechten Seite, wie das dann drück bei mal mir auf in Play, diesem Fall. Sabrina, in dem Video.
Warte, jetzt mag's jetzt. Genau, also da sieht man, da habe ich ein Video gemacht, ja, also so wie man das quasi jetzt da tun würde. Ich habe eine Datei, wo ich sage, hier Sabrina, schau mal, ich habe dir doch schon mal was erzählt, ja, oder guck mal, das ist ein Thema, ne? Und dann klicke ich da bloß noch mit einem Klick auf dieses Copilot-Symbol und dann macht er mir im Prinzip, schickt er mir einen vorgefertigten kleinen Prompt ab mit einer kurzen Zusammenfassung. Und dann sieht man, schreibe ich dann auch was davor. Hi Sabrina, hier ist die Zusammenfassung. Und dann sieht die Sabrina quasi rechts, hey, um das geht es in der Datei. Und ja, na, also ich sage jetzt mal so, das würde uns jetzt nicht auf einmal 4 Stunden Zeit in der Woche sparen. Aber jedes Mal, wenn ich das mache, weiß ich nicht, ein, zwei, dreimal im Monat, kann ich einfach demjenigen, das ist auch ein Komfort-Feature, nicht nur für mich, sondern für den Empfänger auch, direkt eine Übersicht geben, was da drin ist in der Also ich Datei. glaube, ich habe vorher dieses Fenster, dieses Textfenster noch nie in meinem Leben benutzt. und Ja. deshalb wird es jetzt endlich mal sinnvoll genutzt, vielleicht gleich mit einer Ja. Zusammenfassung, dass man nicht so 5 Minuten vor dem Meeting so ein Dokument hingeworfen bekommt. Finde ich, Ich ist denke wieder vor so allem eine auch an Art externe Aspekte. Qualitätssteigerung. Na, vor Ja. allem, ich kann es ja auch an externe, wenn mein SharePoint das erlaubt, schicken, die E-Mail zu dem Dateizugriff. Und da ist es natürlich noch praktischer. Dann finde ich, hat es noch ein bisschen professionelleren Touch. Ne? Wirklich, wirklich Definitiv. eine coole kleine Ergänzung. Ähnlich dazu, also fast eigentlich so den gleichen Hintergrund, hat der neue Copilot in OneDrive, das auch jetzt in meinem Test-Tenant war, schon verfügbar. Ich glaube, bei unserem Scaling-Tenant noch nicht. Das heißt, er ist jetzt gerade so in den verschiedenen Rollout-Sektoren. Ja, im Rollout und da kann man eben Ähnliches, man sieht, es ist so eine OneDrive-Übersicht und man sieht hier auch wieder unser schönes Copilot-Symbol und da habe ich jetzt dann zum ersten Mal die Möglichkeit, einen Copilot direkt zu nutzen, wie man ihn jetzt zum Beispiel im Word kennt, also wirklich diese Seitenleiste Copilot, wo man dann Fragen zum Dokument direkt stellen kann, ohne dass ich jetzt das Dokument selber öffnen muss. Habe ich jetzt auch noch nicht vermisst, muss ich mal gucken, welche Use Cases ich da für mich finde. Was aber natürlich auch wieder hier ist, ist das Thema Zusammenfassung. Das finde ich dann schon cool, wenn ich zum Beispiel ein Dokument suche und mir jetzt nicht sicher bin, wo vielleicht diese Information, die ich genau suche, gerade drin ist. Spare ich mir das, alle 5 Sachen aufzumachen, einzeln kurz durchzuscrollen, ob die Info da ist, sondern kann es ohne jetzt aufzumachen, ja, Ich kann ja direkt mal sagen, Fragen was ich dazu jetzt gerne stellen. nutzen würde, weil Gerne. ich habe mir tatsächlich da schon mal das ein oder andere Mal Gedanken gemacht. Ich schicke ab und zu Slides zum Beispiel an Kunden oder Dokumente, wo irgendwie ein paar Beispiele drin sind oder sowas, ne? Und dann hänge ich einfach so 5, 6 Dateien an und sage quasi schon her, ich habe die verschiedenen Dateien angehängt und dann will ich natürlich dem Kunden auch noch erklären, um was in diesen Dateien geht. Ja, und das ist natürlich super praktisch, wenn ich mir einfach 5 schnell Zusammenfassungen mal machen kann, habe ich mir da wieder Zeit gespart und muss dann nicht alle, ich könnte natürlich auch in Copilot Chat gehen und könnte mir die Dateien raussuchen, aber so, wenn ich sie eh schon da aus dem OneDrive rausziehe, dann habe ich direkt den Knopf da und habe mir noch mal ein bisschen Zeit gespart. Also spannend, dass es funktionieren wird. Ich bin eben auf eigene Use Cases auch noch gespannt, wie oft ich den dann auch nutzen werde. Aber was man hat, hat man. Genau. Und was mich extrem gefreut hat, und ich auch wirklich lange drauf gewartet habe, weil im freien copilot.microsoft.com, der ja im Edge aufrufbar ist, ist es schon echt lange integriert. Und ich Sehr habe mich lange, ja. gefragt, wie lange es dauert, bis die Funktion, die ja eigentlich schon funktioniert, die ja da ist, jetzt auch in den M365 Copilot integriert wird. Und im September, also sehr, sehr bald, ist es endlich soweit. Dolly, also Text to Bild, kommt endlich auch in den M365 Copilot. Das heißt, solche süßen Fotos wie dieses hier kann man nun endlich auch direkt im M365 Copilot Chat auch erstellen. Wird im PowerPoint Copilot, im Word Copilot und im Copilot Chat, da kann eh sehr, sehr viel, wird es dann verfügbar sein. Freut mich extrem tatsächlich. Ist, glaube ich, auch einer der Fragen seit November letzten Jahres gewesen. Herr Rohrecker, sagen Sie mal, woher nimmt denn der PowerPoint-Copilot die Bilder? Generiert er die schon selbst? Bisher war die Antwort noch nein. Er nimmt sie aus der öffentlichen Bibliothek mit den frei verfügbaren Bildern, die urheberrechtlich nicht geschützt sind. Und in dem Fall kann man jetzt sagen, bald muss man einfach den Prompt aufpassen. Also es wird weiterhin beides verfügbar sein, muss man im Hintergrund wissen. Das heißt, wenn ich im PowerPoint-Copilot sage, füge ein Bild von einem Kätzchen ein, dann geht er quasi weiter in die Bildbibliothek. Und wenn ich sage, erstelle ein Bild mit einer Katze und einem Hut und einer Trompete und lila Fell, dann
wird er entsprechend das selber generieren über die DALL-E 3 Engine. Ja, das ist vielleicht ganz wichtig. Also es wird weiterhin beides verfügbar sein. Ich muss halt jetzt aufpassen, dass ich richtig prompte. Ja, nicht schwierig, muss man auch sagen, braucht man keinen Prompting-Kurs dafür. Man muss einfach nur weiterhin wissen, dass es jetzt beides gibt und dass ich halt, wenn ich sage, erstelle oder füge ein, dass er dann unterschiedliche Dinge nimmt. Hey Daniel, was ist denn da mit der Security los? Da gab es ja auch ein paar Änderungen. Oh ja, also ein Fassstand, also wirklich ein Riesen-Update. Ich habe das Gefühl, das hat gar nicht so die Beachtung gefunden, weil ich auch glaube, nicht alle haben wirklich verstanden, was da genau angekündigt wurde. Deswegen können wir hier allen Leuten, die heute mit dabei sind oder dann sich die Aufzeichnung nachträglich anschauen, einen kleinen Wissensvorsprung geben. Ja, also Microsoft hat eine wirklich große Ankündigung gemacht, ne, weil es gibt bisher, ja, diese sogenannte Enterprise Data Protection war bisher der Grund, warum Copilot, der M365-Copilot, die Wahl für Unternehmen war, um künstliche Intelligenz einzusetzen im Unternehmen. Also das war die sichere Möglichkeit, ne, einfach im Hintergrund für euch zu wissen. Man sieht es auf der rechten Seite. Das Ganze ist natürlich sauber verschlüsselt, wie immer, hält sich aber auch gemäß diesen ganzen Privacy-Richtlinien an eure Unternehmenspolicies, die ihr da deployed habt. Das heißt auch, richtet sich nach Sensitivity-Labels, Retention-Policies, aber auch die Prompts, die die User erstellen werden, wurden bisher im M365-Copilot auch in den Audit-Log geschrieben und man konnte es über eDiscovery beispielsweise abrufen und nachvollziehen, was da passiert ist, was im Fall der Fälle sehr, sehr gut war. Ja, auch künstliche Intelligenz und Copilot ist kein rechtsfreier Raum. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, jetzt hat aber Microsoft gemerkt, ne, der M365-Copilot ist super, aber die Leute brauchen einen bisschen geringeren Einstieg, günstigeren Einstieg. Auf der einen Seite haben wir natürlich die $30. Und jetzt haben sie quasi gesagt, hey, für jeden Unternehmensuser, dieses Kriterium machen sie an der Entra-ID-Lizenz fest. Also wenn ein User eine Entra-ID-Lizenz hat und da ist wirklich jeder dabei, von der E1, E3, E5, M3, M5, F-Lizenzen. Jeder, der einen Unternehmens-Entra-ID-Account hat, bekommt jetzt in einem kostenfreien Copilot auch diese Enterprise Data Protection. Das bedeutet, ich kann den kostenfreien Copilot nutzen und bin dabei im Unternehmen abgesichert. Also das Ganze hat eine Verbindung zu meinem Unternehmen und ist quasi damit auch sicher einsetzbar. Das heißt, ich brauche keinen eigenen Copiloten mehr, den ich mir über Azure AI oder Copilot Studio baue, sondern ich kann den normalen Copilot free nehmen, ja. Auch ein Thema Werbung, ja, hat einige sehr negativ gestört, hat mir auch überhaupt nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen, dass im kostenfreien Copilot Werbung angezeigt wurde. Wenn ich irgendwie jetzt, weiß ich nicht, vielleicht nach irgendwas mit Tieren gepromptet habe, kam vielleicht Werbung von bestimmten Futtersorten oder sowas, ja. Das wurde auch damit entfernt, ja, also es gibt keine Ads mehr, also keine Werbung. Und das heißt, wirklich ein großer, großer Schritt, den Microsoft hier macht, um eben diesen Copilot-Free, wenn man mit einem Entra-ID-Account eingeloggt ist, auch mit der Enterprise Data Protection zu versorgen, die dann eben wirklich diese ganzen Vorteile bringt auf Security- und Compliance-Ebene, die bisher wirklich, muss man sagen, dem $30 M365 Copilot vorenthalten waren, wo man aber nochmal ein kleines Klammerchen setzen muss. Bing ist weiterhin kein Teil davon. Also wenn ich die Webergebnisse abrufe und da quasi das Web nutze, ist Bing weiterhin als eigenständiger Service, der genutzt wird für Ergebnisse. Ja, das heißt aber, das ist auch beim M365-Copilot so, wenn ich den Bing nutze und in meine Prompts, in meine Ergebnisse integriere, dann ist es weiterhin nicht abgedeckt. Was aber auch ganz wichtig ist, vielleicht hier nochmal als abschließender Hinweis zu diesem bisschen komplizierten Thema. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn ich Bing nutze für eine Suchanfrage, wird nicht der ganze Prompt an Bing geschickt, sondern es werden quasi die relevanten Informationen aus dem Prompt, werden abgewandelt, werden unabhängig gemacht von dem User, also es lässt sich über die Informationen, die an Bing geschickt werden, keine Zuständigkeit zum Unternehmen oder zum User herstellen und werde quasi ein sogenannter Bing Web Search Query wird an den Bing Service geschickt, mit eben den Informationen, die benötigt werden und es ist ja quasi ja, anonymisierter Prompt und der wird dann wieder das Ergebnis, wird dann wieder umgewandelt und in die Ausgabe mit eingebaut, die dann der Copilot im Prinzip macht. Wer mehr dazu wissen möchte, ich bin mal so frei, Sabrina, mach mal ein bisschen Werbung. Ich habe dazu ein relativ ausführliches YouTube-Video gemacht. Knapp 7 Minuten erkläre ich dann nochmal alles wirklich, was mit diesen Funktionen mit dazugehören und gibt es auf Deutsch und auf Englisch gerne kurz vorbeischauen. So. Sehr also, tolles Update, wichtiges Update für Security Compliance. Und dann, lieber Daniel, kommen wir auch schon zum letzten Copilot-Update, bevor wir in unser Highlight des Tages kommen. Ja. Und zwar, ja, GPT-4o
kommt jetzt auch zum Ich habe da was gehört. Ich habe MP45 da was gehört, und ein ja. Video eingefügt. Aber ich glaube, Ja, das genau. guckt man sich jetzt hier nicht an, oder? Genau, also ne, das ist so ein bisschen zum Hintergrund eigentlich nur, ne? Also das sind zwei Themen. Wir haben zum einen GPT-4o, das ist eine Ankündigung, die Microsoft jetzt auch inoffiziell confirmed hat, wird kommen. Timeline ist noch nicht ganz klar. Es gab wohl schon die ersten Previews, die mal gelauncht wurden, wo das dann verfügbar war, wo dann auf einmal wirklich 200 Seiten Word-Dokument verstanden und durchsuchbar waren. Das heißt, das wird irgendwann im Laufe des Jahres noch kommen. Und wir haben tatsächlich große Ankündigungen. Das ist jetzt ein offizielles Microsoft-Video. Das sind noch nicht die Sachen, aber wir können euch sagen, in Loop wird richtig gebohrt. Also da gibt es richtige Upgrades, wirklich tolle Funktionen, Seitenerstellung, Seiten durchsuchbar machen. Alles, was ihr eigentlich wünscht und schon lange von dem Copilot in Loop macht, mit Verbindungen zur Graph-API und zum Unternehmen, mit der Möglichkeit, auch Tabellen besser zu bearbeiten. Auch die Konnektivität zu Planner wird verbessert. Da gibt es wirklich ganz, ganz viel, wo wir bei Loop per se, aber auch gerade in der Verbindung mit Copilot dann deutlich besser werden können. Und da freue ich mich sehr drauf, weil wir alle wollen mehr Loop und Yes, definitiv. wollen das mehr sehen. Okay. Und dann würde ich sagen, let's switch to English, Let's switch to to English. our highlight of the day, of the To our meeting. fabulous guest. Thanks, Daniel and Sabrina, to invite me to this event. It's a pleasure to join with all of you, and I start to share my content. I try to use PowerPoint Live. I hope that Teams Yes, it works works perfect. perfectly. Perfect. Okay. Well, welcome to this short introduction about SharePoint Premium. It's a very, very short introduction about this fantastic M365 feature. My name is Marco Rocca, and I'm a cloud solution architect in Modern Workplace Domain in Microsoft Italy. Feel free to follow me in LinkedIn or in this slide. You can see my work mail. Feel free to contact me for every question and curiosity you have about not only SharePoint, but all modern work in general. Okay, I switch quickly in the agenda. What is SharePoint Premium? And after this short introduction, I'll speak about three main parts of SharePoint Premium: content processing, content experience, and content governance. What is SharePoint Premium? Okay, to understand SharePoint Premium, we need to maintain the focus on one main topic. Today, the content is the lifeblood of every organization. We have a ton of new document, ton of image, ton of media content, video and other audio file. But today we have a very big problem. 2 billion documents each day are added to Microsoft 365. Okay. Using SharePoint Site, using Teams, using Yammer Community, using Planner and others type of source. But okay. Today, the momentum is okay. I have a SharePoint site. I upload the content. I have a Teams channel. I upload and share the content with my colleague. The final result is that all content is unstructured. No classification, no permission are enabled on this. This content is totally unstructured. And next step, we have two big problems. The first problem, I don't know if the last version of my document is in Teams, is in Yammer, is in Planner, is in a lot of SharePoint site.
Okay, because no classification exists, and this is one problem. The second, I follow a lot of customers that finish the storage. Seems impossible today. Are in the full situation about the storage. Okay, but I follow a lot of customers that needed to buy other storage for SharePoint because it's not enough for the organization. Because we continue to upload, we continue to add the content, is not the good choice. Okay, to manage this situation, Microsoft proposed SharePoint Premium. SharePoint Premium use artificial intelligence to help organization to classify the content, to extract automatically information from document, from image, and help the user to classify automatically the content. This reduce the storage necessary to manage the content, help organization to understand if the content is actual or obsolete, is the older content. And then with the SharePoint Premium, you have a lot of features that help you to classify and manage the content. Okay, the first part is the content, is called content processing. What's mean this? Okay, for example, a typical use case, invoice classification. In the past, to classify invoice in a SharePoint world, real world, I need to open my invoice, identify the user, identify, for example, the cost, the tax, the items of the invoice. The same for example, for the typical contract scenario. But is a lot of it's time expensive classify all information. Using SharePoint Premium, you can create a custom model that classify for you automatically, for example, the invoice, the contract. It's a SharePoint Premium identify in all documents the total of the invoice, all items, and create for you, for example, a SharePoint content type. Because today, okay, I upload my content in SharePoint, but if I ask to my customer, okay, but you use content type, totally silence. The customer today don't know SharePoint column, SharePoint content type. This is true. It's not a fake scenario. This is today a typical scenario because, for example, our customer don't know that behind the Teams exists a SharePoint site. Okay, then we need to help organization to return to use column and content type to classify the content. And content processing is the best way that you have to automatically extract information from the content. Then using the content processing, you can create two different type of a model. You have a already trained model, for example, for the invoice, for the receipt, for example, for create an expense notification application, or you can create your custom model. Then you need to upload 5, 10, 15 documents for training the model, identify all the field, choose if the system must create a new content type and a new column, and it's already done. Remember also that you can, for example, create your model for invoice only one time, and you can reuse the same model in different SharePoint site in different document
document library. This is the better way to use automatic classification. Then you have a, it's a system that use different type of model. Microsoft propose already trained model for you to start to use automatic classification. But not only. Okay, you can extract information from your document, but you can also create a new content using SharePoint Premium with this fantastic feature, in my opinion, that is called Content Assembly. In the past, you need to create a particular Word document with a quick part, if I remember the correct name, to insert the field using, for example, a COM object to open the document and put my data in this template to create a new content. Today, it's not necessary. Sure. With the SharePoint Premium and Content Assembly, you can create the model template. Then you have today, for example, a Power Automate that help you to create automatically a new content based on Content Assembly. Typical scenario. I received an invoice with in my document library. SharePoint Premium with the automatic classification extract all necessary data. And using a Power Automate action, I can create a scenario that when a document is classified, I can create a new content based on data extracted from my invoice using Content Assembly. You could use it for NDAs, for example, or for also Yeah. for new employee contracts. Yes, sure. Exactly, Daniel. Cool. Another feature, next feature, content query. Remember the advanced search in SharePoint? Well, in a document library where exists a content type created by SharePoint Premium, SharePoint Premium enable for you a new advanced search experience based on the column that you create using SharePoint Premium. It's an out-of-the-box feature. Then you can select the particular content type you have and then create a search based on your new column. Another, if you don't want to use a SharePoint Premium model, today it's also possible to use another feature that is called Autofill Column. You can create, for example, a text column and create a prompt to help SharePoint Premium to extract the particular type of data from your document using a prompt similar to Copilot in Microsoft 365. Okay? Next feature is translation. Okay? You can upload a document in your document library, and then if you enable a translation feature, you can select the final language of your document. Behind the scene, you have a Power Automate, is hidden. You cannot customize at the moment this process that translate for you your document using obviously Azure services. Not only for the document, the same feature allow you to translate also video content. Then you have in a video setting the opportunity to select the language and SharePoint Premium translate for you the caption of your video. Okay, documents, but not only. SharePoint Premium is also useful for the image. For example, you can enable optical character recognition.
You have a document library, you upload one image with the text in the image, and automatically SharePoint Premium create a column, okay? Create a particular column, okay? That save the text in the image for you automatically. You need only to wait a few seconds after you upload the content in a document, document library. The same image tagging. You upload in a document library a JPEG, PNG file, TIFF, etc. Okay? For example, with a car, SharePoint Premium for you create a column with all tag that the artificial intelligence recognize in your image. I think that you understand the power of SharePoint Premium because all this work in the past was done manually. You need to open the image. You need to understand the image and insert the value in all column. It's too expensive. Now it's totally automatic, this process. Last feature about content classification is taxonomy tagging. I think that all of you already have in your organization a term store, okay? Then you can create a single column in your document library based on this term store. You can put the value manually, okay, simple, but you can select a different option, okay, SharePoint Premium, automatically classify the content based on this part of my term store. Then SharePoint Premium analyze all the content for you and put the value in this column. Last feature is the electronic signature. Okay? Now you can create a custom process for your document that enable user to put electronic signature in your document. Okay, you can define one step, two step, one parallel step. It's similar to the approval process, but in this case, okay, I enable the user to open, for example, my PDF content and I insert my electronic signature. Syntax process is not a legal process, okay? Remember, this is an important part. It's only to put your signature in a document, okay? For internal reasons. Use. Yeah. But for the legal aspect, you can create an integration for other legal services like Adobe or DocuSign. It's possible also integrate this part of a service. Okay, but not only content extraction and automation, but also content experience. You can put, for example, annotation in your PDF file without modifying the original document. It's only one possible annotation. And in the second feature, I think that is fantastic because I think all organizations buy in the past a lot of third-party component to split and merge PDF content. In my experience, I saw a lot of custom component that, okay, I need to merge PDF, select PDF,
and merge in the final file. In SharePoint Premium, you already have this fantastic feature. You can select two, three, four, five PDF and create only one document. Or otherwise, the other side, you can open a PDF with multiple page and create, for example, one PDF for each page that you have in your document. It's a totally free the option for the final user. Okay, but it's not only for content management, for automatic classification, for creating new content. SharePoint Premium is useful also for the content governance. And this part is very, very important for Copilot adoption, because Copilot adoption highlights different new challenge for all organizations today. The first challenge, content sprawl. Okay, we have a lot of SharePoint sites that are inactive. During the pandemic period, the whole organization created too much teams for everything, okay? For different projects, for different scope. But pandemic period finished 3 years ago, okay? And we have a ton of SharePoint sites that are inactive. And for example, the owner of this site not exist today in my organization. The second is terrible, but the main issue was for Microsoft, because Microsoft allow you to share content in all application. Right click, share. Okay. Obviously, but with the Copilot, this is a very, very big problem, because we have a lot of content oversharing in all organization. Because, okay, it's easy, it's very good share content with everything, with all people in my organization. But we need to manage this topic. And the last is the content access. Okay, if I see that I have a SharePoint site that is in oversharing, I need with one click, one PowerShell command to restrict the access from this SharePoint site easily, quickly. Because I have a problem if I have oversharing. To manage all this topic, SharePoint Premium allow you to enable a different feature. For example, for the oversharing, you see what is available today, what will be possible to do in the near future. For example, to manage the oversharing, I have a new type of report that allow you to understand possible oversharing issue. And the next step will be restrict the access, for example, to one single group, okay, without break the rule inheritance in the site. This is important, because if you re-enable the access, you don't need to re-enable all vertical SharePoint permission in the site. It's only to adjust the situation, okay? You block the access, you manage the oversharing, you re-enable
the content for your users. And then you have a lot of features that allow you to identify the oversharing, start a workflow for SharePoint site owner that need to manage the oversharing. And the last part is for content content sprawl. You have the starting point is always a report that identifies for you the inactive site. Then start you the SharePoint administrator can start a typical workflow with the site owner. Site owner, you need to maintain this content. Okay, if yes, okay. Otherwise, SharePoint Premium manage the content for you. For the moment, you need to manage manually the archiving part. But in the near future, will be possible, for example, associate this SharePoint Premium feature, for example, with SharePoint archiving and backup feature. Okay, this site is inactive. Okay, I move this site in archiving part. Then I reduce the total storage consumption. That is another big problem that we have today in our organization. Okay, SharePoint Premium is not free. You need to buy. You can manage the usage. I'll have the bad part. You need to manage this in two different parts. For the first part, okay, the content management, content assembly, content extraction, is a pay-as-you-go system. You need to associate an Azure subscription today, and you can start to use all content feature about SharePoint Premium. Okay, but remember that till next June 2025, you have a set for each feature. You have a set of free consumption. Okay, for example, for automatic classification, I don't remember the number, but you can start to try all features without pay till next June. About the content governance, all features are part of a SharePoint Premium called SharePoint Advanced Management. You need to buy a license. I think that the cost today is $3 for user. But at the moment, Microsoft proposes you a discount for different enterprise agreement that you have to start to use this important part. And I'm focusing on this part because with Copilot, we see a lot of content oversharing, content that is Copilot highlight a lot of content that is not an actual content. Then you need, it's time to start to manage inactive site. Not only for Copilot, but also to reduce the cost of storage. I think we see SharePoint Premium is definitely answer some questions regarding Copilot governance and Copilot data. So it already looks like a little bit like a family of products. So different elements that you just showed are fitting different needs. So the administrative parts and also some productivity parts, yeah, and also some governance parts are really helping, because I know that we have quite some companies here in our call today that are definitely having some of these challenges. And it's one of the biggest questions we get asked in the Copilot workshops that we do.
is saying, how can we take care about oversharing? How can we do governance the right way? Yeah. And currently there is, to be honest, besides SharePoint Premium, no really inbuilt way from Microsoft. So that is definitely the answer. Instead of using third-party tools or instead of buying a governance solution from a third party, use SharePoint Premium, because Microsoft always has the best access and the best knowledge about the data that is existing in the tenant for sure. I'm totally agree with you. We arrived from last 5 years that we don't manage the content, we don't manage the all SharePoint site. We continue to create a lot of SharePoint site. Okay, obviously, if I create a Teams, I have a SharePoint site. If I create a Engage community, I have a SharePoint site. I understand that it's not easy, but it's time to start to re-manage this part. So, if anyone has questions, feel free. I have not seen some of them in the chat. I have some of my questions got answered along the way, definitely. By the way. So it was really, really interesting view. But if someone has a question, wants to speak up, just raise your hand. If you want, we can definitely unmute anyone who wants to ask a question. I have a question, by the way, from the very beginning. So the information extract and the information automatic recognition of information in a document, it works with PDFs, it works with Word documents, I assume? Yes. Okay. PDF. So, PDF and OpenOffice, Word, Excel are enabled. Okay. Well. Okay. If if some of you have questions, it's possible to contact us. Yes. Contact me or offline if you have the question in the future. Yes. No problem. So thank you, Marco, a lot for this very, very interesting presentation. It's the first time I got so many information about SharePoint Premium. I think SharePoint Premium will be a very interesting feature in the near future, And I think we have all need attention if you may use it or if you need to use it in our own company. And yeah, but what's next? How can everyone find us? Yeah, exactly. So if you want to rewatch this recording from today's very interesting session from Marco, feel free to check out the Scaling YouTube channel. The recording will be published there in just a few days. Also, there are all the other 7 episodes of our hour. And if you want to meet us in person, then you can do that also. Sabrina, where you will be in the upcoming weeks? Yes, next week I am in Munich. It's a Microsoft event. Maybe some of you is already registered because the maximum of registration is full. It's a Copilot Profi in 4 Wochen, a show from Alex Eggers and Alexander Singer. I'm very excited to be part of it. And in September, I'm in Budapest with my lovely sister in crime, Sandra Kiel. And we are talking about Copilot, and generative AI and how can you adopt it in a playful way. So I'm very excited to be. It's my first time in Budapest and my second time in the Experts Live Europe. So I'm very happy to be part of it. So, and Daniel, you have a lot to do in the next week. Yeah, quite a busy month, Marco and myself. We will meet in Hamburg. Yeah, see you next week. Next week in person again, finally. And there is also many more going on, coming up on a very specific event in Lingen in Germany. And also I will be virtually on a project management conference and also in Mainz on the M365 Summit. So a lot to come. If someone is there, just raise your hand and we have a chat. And I would say,
let's wrap it up. If you want to stay always up to date, check our podcast, definitely. I've just released a new episode together with Sabrina, talking a little bit about our job. And Marco, I have the feeling that Sabrina and I, we will also take time for upcoming podcast episodes to recap what we learned today and to talk a little bit about SharePoint Premium and maybe develop it a little bit. So very, very interesting topics that you just brought up. So for everyone attended, thanks very much. Please leave some noise for Marco to giving us just an interesting view and insights today. And Sabrina, that the last words are from you. Yes. Can you switch the last slide? Sorry. Yes, the next Cloud-Sprechstunde is coming soon. We have another special guest, and we have Copilot back in the Cloud-Sprechstunde. The next time we are talking about Copilot for security, is it a game changer for IT administrators or not? Very interesting question, and I'm very excited that Mirko, one of our fresh colleagues at Scaling, are taking part as a special guest and tell us something, and maybe you can show us something about Copilot for security. And yes, this was the Cloud-Sprechstunde for August. It was very, very interesting today. I had a lot of fun. Thank you, Marco. Thank you on all our attendees to be here on this Friday again. I wish you all lunch break for everyone. Have a happy lunch break and a sunny, nice weekend very soon. Yeah. See you. Thanks a lot. See bye you. Bye. Bye-bye.